Moin Leute, und heute zeige ich euch mal wieder einen Unlimited Money Glitch mit Bypass, der sogar Solo ist! Für wirklich alle Konsolen. Das bedeutet für die PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und für den PC. Das ist schon richtig, richtig heftig. Da dieser Glitch wirklich so heftig ist, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, ein Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht wirklich Startkapital, Leute. Aber keine Angst, Leute, das Geld wird euch nicht abgezogen. Denn bei diesem Glitch handelt es sich ja um einen Glitch, wo ihr wirklich alles kostenlos bekommen könnt. Aber trotzdem braucht ihr das Startkapital. Zum Beispiel, wenn ihr euch ein Auto kaufen möchtet, was genau 1 Million Dollar kostet, dann braucht ihr auch 1 Million Dollar. Aber wie gesagt, Leute, das Geld wird euch nicht abgezogen. Das dient nur dazu, dass nicht die Fehlermeldung kommt, ihr habt zu wenig Geld. Deswegen das Startkapital. Aber ansonsten können wir jetzt auch einfach direkt loslegen. Als erstes müsst ihr auf eurem Charakter, wo ihr es glitchen wollt, in meinem Fall mein Erstcharakter, natürlich genug Geld auf der Hand haben, Leute. Auf der Hand, nicht auf der Bank. In meinem Fall möchte ich mir ja das Batmobil kaufen. Das kostet ja 3,75 Millionen Dollar. Ich habe es gerade natürlich passend, es muss wirklich passend sein, Leute. Ich habe es passend auf der Hand. Und auf der Bank habe ich nichts drauf. So, das habe ich natürlich vorher vorbereitet, dass ich auf meinen Erstcharakter auf der Hand natürlich diese 3,75 Millionen Dollar habe und dass ich dann auf den Zweitcharakter gegangen bin und dann alles von der Bank abgehoben habe. Denn die zwei Charaktere benutzen nämlich denselben Bankkonto. Deswegen geht das ja auch. Deswegen, Leute, hebt genau diesen Betrag ab, wie viel das Fahrzeug kostet, was ihr euch kaufen wollt. Und dann geht ihr auf den Zweitcharakter und hebt da wirklich alles ab, dass ihr nichts mehr auf der Bank habt. In meinem Fall hatte ich ja so leider so winzige Beträge, die man nicht abbuchen kann. Was könnt ihr dagegen machen, damit ihr wirklich nichts mehr auf der Bank habt? Ihr kauft euch ein Auto. In meinem Fall habe ich einen Cayenne Rebel gekauft für 3000 Dollar. Denn Leute, das Geld, was auf der Bank ist, wird zuerst genommen und dann wird erst das Geld auf der Hand genommen. Na gut, habt ihr dann auch wirklich alles so vorbereitet? Sind wir dann jetzt wieder auf dem Erstcharakter, wo wir glitchen wollen. Seid dann wieder auf dem Erstcharakter, ruft euch jetzt ein Taxi. Ihr könnt natürlich über eure Kontakte ein Taxi rufen, aber wenn ihr nicht den Taxistand in euren Kontakten drin habt, könnt ihr einfach die Nummer so eingeben. Denn die Nummer lautet 3, 2, 3 und dann 7 mal die 5. Also 3, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. So, und dann drückt ihr einfach wieder die Vierecks-Taste und ruft an. Und dann werdet ihr schon sehen, dass es das Taxiunternehmen ist. Wenn ein Taxi jetzt gekommen ist, könnt ihr euch natürlich jetzt auf der Karte irgendwo einen Weg hin markieren. Macht es nicht zu weit weg, Leute, denn je weiter dieser Punkt weg ist, desto länger dauert der Glitch auch. Ihr könnt aber auch rein theoretisch einfach irgendeinen normalen Punkt auswählen, zum Beispiel euer Apartment. Aber in meinem Fall habe ich jetzt einfach einen Punkt um die Ecke gesetzt, ist ja am nächsten dran. Na gut, Leute, seid ihr im Taxi und das Taxi ist gefahren, geht ihr aus Handy und geht ins Internet und geht auf die Seite, wo das Fahrzeug ist, was ihr euch kaufen wollt. In meinem Fall war es ja die Warstock-Seite, da ich mir das Batmobil kaufen möchte. So, seid ihr jetzt im Kaufmenü, wo ihr die Garage auswählen könnt, wo ihr es reinkaufen wollt, wählt ihr jetzt schon mal die Garage aus, aber nicht kaufen, Leute. Nein, noch nicht kaufen. Und außerdem muss natürlich auch in der Garage ein Stellplatz frei sein, denn sonst funktioniert der Glitch nicht. Denn wir müssen jetzt warten, bis das Taxi am Ziel angekommen ist. Denn jetzt, Leute, jetzt kommt die heikle Phase. Wenn ihr am Ziel angekommen seid und das Taxi recht ranfährt und wenn euch der Taxifahrer euch Geld abzieht, dann in diesem Moment müsst ihr das Fahrzeug kaufen, also beziehungsweise auf die Garage mit X bestätigen. Und bumm, ihr habt das Fahrzeug gekauft, aber das Geld wurde euch nicht abgezogen. Und da ihr zu wenig hattet, um das Fahrzeug zu kaufen. Aber auch erst nur dann zu wenig, wo ihr schon im Kaufmenü drinne wart. Deswegen, ist zwar schwierig zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Denn erst, wo der Taxifahrer euch das Geld abgezogen hat, hattet ihr zu wenig Geld und nicht schon davor. Na gut, auf jeden Fall wurde das Fahrzeug jetzt gekauft, es wird demnächst geliefert und euch wurde das Geld nicht abgezogen. Und diesen Glitch könnt ihr wirklich durchgehend machen. Ihr könnt euch die ganzen Garagen vollkaufen mit Fahrzeugen, die ihr schon immer haben wolltet, aber die einfach viel zu teuer waren. Aber natürlich ist es ja auch so gesehen ein Money Glitch, denn ihr könnt euch natürlich auch Fahrzeuge kaufen, die ihr auch dann direkt wieder verkaufen könnt. Zum Beispiel der X80 Proto oder hier mein Batmobil oder das Oppressor Bike.
Ihr könntet verschiedene Fahrzeuge kaufen und dann einfach wieder verkaufen. Denn dieser Glitch ist mit Ballpass, das bedeutet, ihr müsst keine 45 Minuten warten zwischen den Fahrzeugverkäufen. Also ihr könnt auch durchgehend verkaufen. Aber natürlich, Leute, müsst ihr auch darauf achten, was ihr verkaufen wollt. Zum Beispiel mein Batmobil, wenn ich das verkaufen möchte, das geht nicht bei Los Santos Custom. Nein, ihr braucht dafür die mobile Einsatzzentrale und zwar auch noch richtig eingerichtet, denn dass es diese Werkstatt da drin ist. Denn erst dann könnt ihr das Fahrzeug verkaufen. Deswegen, wenn ihr keine mobile Einsatzzentrale habt oder so, dann kauft euch einfach den X80 Proto oder ein anderer Supersportwagen, der in normalen Los Santos Customs aufgetunt werden kann bzw. verkauft werden kann. Aber Leute, das war's von mir. Das war der Money Glitch. Wenn euch der Money Glitch gefallen hat oder sogar euch weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.